Hallo Leute und willkommen zu einer neuen Runde Football Manager 2022. Für uns geht's endlich auf in die Liga. Letzte Folge komplett Vorbereitung gemacht. Mittlerweile sind wir am ersten Spieltag und können heute eigentlich gleich loslegen. Es gibt auch gar nicht so viel Neues, ehrlich gesagt. Ich habe mir mal wieder nichts aufgeschrieben, auch wenn das nichts heißt. Wir haben neue Trikots, das möchte ich euch gleich noch zeigen. Da möchte ich euch vorher noch sagen, die sind noch nicht final. Ich hatte jetzt noch nicht so viel Zeit, die zu machen. Aber so ungefähr wird das wohl aussehen. Ich werde mir da noch ein bisschen besser was überlegen, weil gerade so mit Streifen und zwei verschiedene Farben bei den Streifen ist immer super risky. Deswegen, es ist noch nicht komplett fix, aber so ähnlich. Also wir werden halt so ein ansatzweise gelbes Trikot mit den Streifen in den Farben von der Andorra-Flagge reinpacken als Heimtrikot. Auswärts wird wohl weiß werden und Ausweichtrikot wird wohl schwarz werden. So ungefähr. Also, ich habe schon angefangen, aber ich bin noch nicht fertig geworden. Ich wollte halt erst einmal aufnehmen. Sonst gibt's irgendwas Neues? Ich glaube nicht. Ich glaube wirklich nicht. Dauerkarten sind ausverkauft. Wer hätte es gedacht? Ich bin weiterhin am Scouten bei meiner Once-to-Watch-Shortlist. Da braucht man nicht mehr ganz so lange. Ich habe mittlerweile schon einige Spieler runter, weil wir mittlerweile alle auf 100% gescoutet haben. Aber noch dauert es ein kleines bisschen. Wir spielen heute gegen Valladolid. Danach haben wir Celta de Vigo und Cadiz. Atletico hat die La Liga eröffnet, hat sogar gleich mal gewonnen. Gegen Getafe mit 2:1. Und ansonsten, es ist noch so ein bisschen in der Schwebe, das habe ich euch bereits in der vergangenen Folge erzählt, was mit Guilherme ist. Ich habe ihn jetzt erstmal wieder zum Andorraner gemacht, weil ich denke, dass die meisten Leute bei euch in der Umfrage so abstimmen werden, dass er wieder Andorraner werden soll. Noch ist es aber nicht safe. Habe ich euch die Rücknummern gezeigt? Da bin ich mir jetzt gerade nicht sicher. Huch, ist auch gar nicht mehr drinne. Ich glaube schon, ne? Das müsste wahrscheinlich in der letzten Folge gewesen sein. Die habe ich auch nicht geschnitten, weshalb ich nicht weiß, was da drin passiert. Generell ist das immer voll schwierig für mich, gerade auch wenn ihr irgendwie was anspricht, was in der Folge passiert. Da muss ich erst so überlegen, oh, was war denn da nochmal? Was habe ich denn da gesagt für einen Unsinn? Weil, wenn der Tag lang ist, ne? Dann kommt da ganz schön viel Unsinn aus mir raus. Aber gut, ich würde sagen, wir spielen jetzt erstmal. Also, Valladolid ist unser erster Gegner. Die sind letztes Jahr als Neunter ins Ziel gekommen. Absolut keine Erinnerung mehr daran, wie wir gegen die gespielt haben. Matchpraxis ist es wirklich nicht so gut, also beim nächsten Mal auf jeden Fall mehr Testspiele machen. Das wird meine erste Aufstellung sein. Also mit Mikau Tatze vorne, Pablo Rodriguez hat sich nämlich leicht verletzt oder ist noch leicht verletzt. Sonst die Neuzugänge mit Jean Ruiz, Marinov und Wagner auch drinne. Peday bekommt das Vertrauen gegenüber Joker, Sala drinne. Bin gespannt. Ich hoffe, das wird eine sehr gute Saison und auf geht's in die frische neue Saison. 2000, was haben wir eigentlich? 25, 26. Hui. Auf geht's, Boys. Auf geht's. In unserem kleinen süßen Stadion. Und Trikotwahl war schon mal richtig gut, weil jetzt haben wir Weiß King, Weiß Lila. Aber das kriegen wir schon hin. So, das hier ist noch alles richtig. Jupp. Dann bitte gut, Jungs. So, wir haben die erste Szene gegen uns. Wilson bringt ihn rein. Erstmal geklärt. Wagner hat die Chance für den Konter. Oben wäre Platz, unten wäre Platz. Er geht selber. Ich hoffe, er macht es gut. Oh, und trifft den Pfosten. Es geht ja schnell gut los. Ah, schade, Mann. Oh, oh, okay. Glatt rot für unseren Gegner. Nach was waren es jetzt? 12 Minuten? 13 Minuten? Eieiei. Komplett unnötig? Wie so oft bei einer roten Karte. Aber wow, nicht schlecht. Könnte uns helfen. Mikau hat so gut den Ball erobert. Der passt jetzt auf Wagner, der war eher nichts. Trotzdem hat Olmedo die Chance, hier einen ruhigen Aufbau einzuleiten. Sehr starke Ballannahme von Peray. Wagner macht das erste Tor der Saison und wir führen nach 20 Minuten mit 1:0. Das war hier ein richtig schöner Touch von Peray. Schade, dass die Kamera in dem Moment umswitcht. Den würde ich gerne nochmal in all seiner Pracht genießen. Machen wir mal kurz das hier, ja. Oh, der war richtig schön. Der war richtig, richtig schön. Und dann Wagner mit dem Türchen. Sehr schön.
Oh, Jungs, ihr müsst jetzt aber auch nicht gegen Gegner ein Torkassin, der in Unterzahl spielt, ne? Dann gehen Gegner erstmal wieder hinten rein, aber das war es dann auch kurz, weil die kommen jetzt schnell nach vorne. Starker Ball leider auf Luke Bakio und der macht wirklich das Tor. Und ich glaube nicht, dass es abseits ist. Kann ich mir leider nicht vorstellen. Aber doch, es ist abseits. Ui. Oh ja, oh ja, doch, ja doch. Also die Linie ist ein bisschen komisch, aber Augenmaß auf jeden Fall. Sollten vielleicht gerne mal das 2-0 nachlegen. Standards habe ich übrigens auch gemacht, auch wenn der hier leider nicht reingeht von João Ruiz. Da werden wir ein bisschen mehr dieses Jahr auf Chilham achten. Der ist ja ein relativ großgewachsener Spieler bei uns. Mikot hat sich den Ball geschenkt und trifft schon wieder den Pfosten. Warum geht denn das schon wieder so los? Weil Chilham jetzt immer auf dem ersten Pfosten steht und da ja die meisten Bälle von uns hinkommen. Und das dürfte kein Abseits sein, auch wenn der Schiri möchte. Aber Marinov stand meines Erachtens nach nicht im Abseits. Und deswegen gibt es das Tor auch. Sehr schön. 2-0. Radoslav Marinov. Vorlage von Olmedo. Starker Kopfball. Richtig starker Kopfball. Da kann Luke Bakio auch nichts machen, obwohl er größer ist als Marinov. Gehen wir die Linie. Also eindeutig nichts. Sehr nice. Das ist ein Spiel, was eigentlich sehr gelegen kommt, ne, zum Start. Wir führen. Rote Karte beim Gegner. Perfekt. Also besser kann's sehr selten zum Auftakt laufen. Sehr schön, Jungs. Sehr, sehr schön. Genauso. Genauso. Nicht anders. Nie. Nie anders. Ach, Gegentor muss trotzdem nicht sein. Huch. Ganz schön die Lücke aufgemacht. Masterson und Ruiz waren dann nicht perfekt in der Abstimmung. So, Guilherme, schöner Ball auf Mikau Tadze. Und der macht ihn rein. Nice. Sehr schön. 3-0. Sehr starker Pass von Guilherme in die Schnittstelle. Auch hier, ähnlich wie wir das gerade gemacht haben, die Innenverteidiger ein bisschen die Lücke aufgemacht. Na, wobei, es geht. Er hat David Garcia gepennt. Also es war nicht wirklich die Lücke aufgemacht, eigentlich hat nur David Garcia gepennt. Und steht 3-0. Wir haben mal kurz angemeldet, dass er den Ball gerne hätte, aber wurde leider abgelehnt, der Antrag. Sieht gut aus, was wir machen. Ah, oh, kriegt den Ball sogar durchgesteckt auf Mikau Tadze und der trifft. Oh, ja, jawohl. Okay, der trifft zwar den Pfosten, aber der Nachschuss ist drin. Mikau Tadze mit einem Doppelpack im ersten Spiel. Sehr, sehr nice. Hier dachte ich, den Ball haben wir verloren, aber Peray setzt da richtig stark nach. Valladolid ist hart überfordert, was man sehr merkt. Aber soll uns recht sein. Ja, den kriegen wir nicht. Und so wie wir Druck machen, werden wir vielleicht auch das 5-0 machen. Und ich glaube, dann werden wir ziemlich sicher den ersten Spieltag an der Spitze verbringen. Mikko Tatze bleibt leider hängen. Wäre sein Hattrick gewesen. Ich überlege so ein bisschen schon, was wir wechseln könnten. Bravo wird auf jeden Fall reinkommen. Vielleicht auch Mané. Und ich würde sagen, könnten wir jetzt schon machen. Das Spiel ist ja gewonnen. Jo, werden wir erstmal Bravo reinbringen und dann kommt gleich so zu 70. Mané. Jungs. Okay, ich war anscheinend ein bisschen zu optimistisch gerade, als ich meinte, wir werden wahrscheinlich noch das 5-0 machen. Nee, wir kassieren das 4-1. Ach, Mann, Jungs. Oh, geht gleich weiter. Ihr werdet jetzt wohl nicht auseinanderfallen, oder? Das war nix, aber wir haben den Ball wieder. Übrigens, ich habe nicht nur die offensiven Standards gemacht, also auch die defensiven. Deswegen ärgert mich das Gegentor sehr. Und es ärgert mich sehr, dass wir schon wieder hier viel Angriff von Valladolid sehen.
Jupp, auch der wird sehr gefährlich. Luke Bakio alleine vor Jeskiläinen und er macht ihn sogar rein. Und jetzt bin ich dann doch sauer. Man darf die Spieler wirklich nie loben, ne? Zwei Gegentore gegen einen Verein, der gerade in Unterzahl spielt. Was soll denn der Mist? Was soll dieser Mist bitte? Unfassbar. Das ist jetzt halt komplett unnötig, ne? Haben hier richtig gut geführt. Auf einmal kassieren wir zwei Gegentore innerhalb von ein paar Sekündchen. Ach Mann, ey, Jungs. Warum denn? So unnötig. Das Spiel werden wir trotzdem gewinnen jetzt, aber da ist noch viel, viel Arbeit vor uns. Man muss schon ein bisschen Kritik äußern, eigentlich, finde ich. Schade, dass man das nicht sagen kann. Ja, so eine spezifische Ansprache wäre jetzt richtig schön von wegen, Jungs, es war richtig gut am Anfang, aber ihr habt so hardcore nachgelassen, es darf nicht passieren. Ich würde gerne sagen, ich bin zufrieden mit dieser Leistung, aber wir müssen daran anknüpfen und uns nicht darauf ausruhen, aber ich glaube, das werden sie nicht akzeptieren. Leider nicht. Ich werde mal dagegen kontern bei Perai, dass er gut war. Ja, jetzt ist er ruhig. Marinov, dass er gut war. Ruiz hat mir nicht gefallen. Motiviert, okay, kriegen wir das auch raus. Und Almedo wegen seiner Not werde ich auch loben. Dann ist, dass wir das so ein bisschen ausgeglichen haben. Mann, nee, ja gut. Der hat halt 2 Sekunden gespielt, ne? Was willst du da jetzt großartig sagen zu ihm? Pablo Rodriguez, 11 bis 14 Tage fällt er jetzt aus. Mikko Tatsa hat gleich am Anfang eine solide Leistung abgeliefert, hat seinen Hattrick nicht gemacht, weil er auch sehr viel Aluminiumpech hatte. Wir sind natürlich jetzt dann doch nicht auf Platz 1 nach dem ersten Spieltag, weil dafür hätten wir die Tordifferenz von 3 plus haben müssen. Oder halt am besten auch 4. Komplett unnötig. Aber wir können trotzdem drauf aufbauen. Also es war ja nicht alles schlecht, es war ja sogar sehr viel gut. Ich habe ja nicht umsonst meine Spiele nach 50 Minuten oder so gelobt. Hätte ich nur halt nicht machen dürfen. Ich gucke ab und zu noch heute auf die Shortlist, damit ich hier schneller aktualisieren kann. Auch wenn heute noch nichts passiert ist. Celta Vigo, unser nächster Gegner. Mich wundert es gerade so ein bisschen, dass wir gerade auch in dem Auswärtstrikot gespielt haben, während wir eigentlich ein Heimspiel hatten. Aber gut. Auch das muss ich noch ändern, ne? Das kommt ja halt darauf an, wie die Trikots im FM eingestellt sind. Und die habe ich zum Beispiel noch nicht umgestellt. Also wenn ich auf meinen Verein gehe, ich zeige euch das mal, falls ihr das nicht wisst. Das ist dann unter Trikot-Details. Und warum ist denn die Rückennummer auf einmal gelb? Die war sonst mal weiß. Die habe ich eigentlich auch auf schwarz geändert. Für das Trikot hier. Aber hier, darauf kommt es halt an. Und wir galten jetzt gerade halt als Neongelb. Und das war ja nicht der Fall. Also das werde ich mal ganz schnell hier machen. Falls wir noch ein Spiel haben werden. So und so. Aber das mache ich dann gleich noch in Ruhe, damit das richtig ist. So. Mhm. Das gleiche dann mit dem Heimtrikot. Ich wollte es jetzt halt nur wenigstens schon für die Folge ein bisschen hinkriegen, damit wir nicht komplett mit den alten Trikots wieder spielen. Jetzt kommen halt nur noch Feinarbeiten. Deportivo Alaves möchte schon wieder einen Scout von uns, den zweiten. Das wäre sehr uncool, weil wir dürfen ja immer noch nicht mehr Scouts haben, obwohl wir halt mal 14 hatten. Deswegen muss ich eigentlich mit ihm verlängern, damit ich ihn behalten kann. Das könnte ein bisschen teuer werden, weil wir ihn ja überzeugen müssen. Ich hoffe, dass er zu uns kommen möchte. Ansonsten würde es 300.000 Euro Entschädigung geben. Würde ich aber trotzdem nicht toll finden, ne? Weil wir dann einen Scout weniger haben. Was macht denn der Kollege? Jonatas ist das? Ich glaube, hier wollte ich auch noch was machen, ne? Fällt mir auch gerade alles erst auf. Jonatas ist bei uns der Scout. Scout für Portugal. Jo, Portugal.
Also müssten wir danach, wenn wir dann irgendwie noch einen 14. Scout haben dürfen, wenn unser Vorstand auf einmal wieder zu Sinn kommt, einen für Portugal holen. Ich verstehe es aber wirklich nicht, ne, warum die Scouts runtergestuft wurden. Weil Finanzen sind ja da. Aber manchmal ist der FM so. Manchmal sagt er, ja, du Arschloch, hast nichts anderes verdient. Und dann muss man damit halt leben. Und dann wird es irgendwann wieder anders und auf einmal darfst du dann 30 Scouts haben. Es ist immer ein bisschen sehr komisch. Aber so ist es halt. So. Die wurden gescoutet. Sehr schön. Das wird aber auch noch ein bisschen dauern. Also ich glaube, in dieser Transferphase, die auch nur noch knapp 10 Tage geht, werde ich da leider nichts mehr finden können. Was aber, glaube ich, okay ist. Einfach nur, weil die B-Mannschaft und die U19 halt schon fix sortiert sind. Zumal wir eh keine richtigen Ligen haben, leider. Ich hoffe sehr, dass wir das noch hinkriegen können. Weil mit den Testspielen kriege ich das schon hin, auch wenn die Trainer, warum auch immer, das verstehe ich auch nicht, keine Testspiele selber organisieren, obwohl das Häkchen da drin ist. Aber das kriegen wir schon hin. Gerade, dass sich die Spieler dann auch gut entwickeln. Weil gerade bei unseren Spielern, die wir bisher hatten, ja, wobei der Vergleich hinkt ein bisschen, weil die Spieler, die wir bisher hochgezogen haben, die haben halt sehr früh hochgezogen, weshalb sie bei uns schon Spielpraxis gesammelt haben und nicht etwa in der B-Mannschaft, ja, oder in der U19. Bei Vargas wird das zum Beispiel der gleiche Fall sein. Der wird auch ziemlich schnell hochgezogen werden. Und deswegen wird er gar nicht mehr so viel darauf ankommen, dass er Spielpraxis in der B-Mannschaft sammelt, einfach nur, weil er dann halt Spielpraxis in der ersten Mannschaft sammeln wird. Ich habe mich ja wirklich nur für ihn oder nicht für ihn entschieden, jetzt für diese Saison und habe mir dafür Marinov geholt, wegen seiner roten Karte. So, und wir verlieren unseren Scout Jonatas wirklich an Deportivo Alaves. Das sind 300.000, die wir zwar bekommen, aber das ist halt genau dieser Scout, den wir nicht ersetzen können. Was super ärgerlich ist. Da hat uns der FM leider ein bisschen an den Eiern quasi. Aber vielleicht können wir jetzt, wo wir die Maximalanzahl haben, auch wieder anfragen und das wird dann vielleicht stattgegeben. So, Cukic und Mané können nicht ganz, Masterson kann. Pablo Rodriguez kann ja nicht. Dann werde ich für ihn wahrscheinlich Vicente mitnehmen, weil er eben der Backup für alle Offensivpositionen ist. 4-2-3-1, wohl bei Celta Vigo, die vergangene Saison auf Platz 11 gelandet sind. Müsst ihr damit auch genau bei uns gewesen sein, ne? Wir sind auf 10 gelandet. Wir sind auf 12. Oh, wir sind so schlecht gewesen. Alles verdrängt. Alles verdrängt. So, eigentlich haben sie gut gespielt. Nur wir haben dann halt nachgelassen. Das darf halt nicht nochmal passieren. Wird's aber hoffentlich auch nicht. So, Jungs, auf geht's. Habt Vertrauen in euch. Habt Vertrauen in euch. Juan Fernandes, obwohl er nur auf der Bank ist, ist nervös. Okay. Verstehe ich jetzt nicht unbedingt. Hab lange auch kein Mentoring-Update mehr bekommen. Das müssten wir eigentlich auch bekommen. Oder ich hab's übersprungen, weil ab und zu sind hier ein paar News da und die überspringst du gerne mal. So, heute mal im schwarzen Trikot. Marinov, schöner Ball. Marinov, oh, hätte in die Mitte legen können, aber Mikał Zatze ist da. Sehr schön. Wird schnell gespielt. Ich hatte mir hier bei dem Ball auf Marinov oder von Marinov jetzt erhofft, dass er den Ball jetzt hier in die Mitte legt, auf Wagner dann. Aber über Umwege kommt der Ball ja dann wenigstens auf Mikał Zatze. Und wir gehen wieder früh in Führung. Olmedo mit Gelb und wir haben einen Eckball gegen uns. Jeskinen hat ihn safe. Hier ist Wagner übrigens. Hier, guck mal hier. Schade. Aber das sieht auch ganz gut aus. Wir haben ein ganz bisschen Platz auf der linken Seite. Marinov darf auch selber laufen. Sade hätte sich da vielleicht für einen anderen Weg entscheiden können. So waren zwei Spieler auf einem Haufen. Ein bisschen sinnfrei. Schöner Ball. Ah, oh, nee. Ich dachte kurz, Wagner könnte vielleicht noch rankommen. Piliacelli hat das aber gut antizipiert. Ball sah erst besser aus.
gerade hinsichtlich Mikko Tatze. Jetzt wird es aber schwierig. Mojejo hat den Ball, hat auf der linken Seite viel Platz. Flanke kommt sehr stark und wir haben schon schnell den Ausgleich kassiert durch Bryce Mendes, wo wir gerade gesehen haben, der ist Kapitän und Keyplayer. Unnötig. Und schlecht verteidigt, finde ich auch von Jean Ruiz, der unterm Ball durchspringt. Hoffe, das wird das letzte Mal sein, dass er das gemacht hat. Wenn sowas passiert, gehen bei mir immer die Alarmglocken an, wenn ein Spieler da unterm Ball durchspringt. Langer Ball, der kommt nicht. Doch, der kommt! Und Mikau Tatsu, und das dürfte schon wieder kein Abseits sein. Weiß nicht, was der Schiri heute gegen uns hat. Aber ich sehe keinen Grund hier für Abseits. Und das Tor gibt's auch schon wieder. Sehr schön. Wagner mit dem Ball rein und ja, das ist niemals Abseits. Da ist ja der Innenverteidiger mit der Nummer 16, Basso, näher zum Tor als Mikau Tatsu. Und der hat einen soliden Saisonstart. Nicht zu viel loben, ne? Nicht zu früh loben vor allem. Aber das ist solide bisher. Und Medo hat gelb ohne schlechte Note. Ich werde ihm mal sagen, Junge, mach ein bisschen langsam in den Zweikämpfen. Du hast eh schon einen Fehler gemacht, von daher musste ich noch einen weiteren machen. Note geht bei ihm jetzt auch ein bisschen hoch. Das beruhigt mich ein bisschen. Und Medo kam mir bisher auch nicht so vor wie ein Spieler, der jetzt komplett stürmisch in den Zweikampf reingeht, um dann Gelb-Rot zu provozieren. Tapia kam rein für Beltran und es geht gleich weiter mit der ersten Szene in der 47. Guter Ball auf Marinov. Jetzt müssen Marinov und Zala das besser machen. Haben sie, glaube ich, gemacht. Schöner Ball von Guilherme auf Mikau Tatsu und der scheitert an Piliacelli. Verpasst wie im Spiel eben seinen Hattrick, aber hier hat er noch ein bisschen Zeit. Boto ist natürlich auf der Bank. Ich glaube, auch bei Olmedo werden wir gleich einschreiten. Weil so sehr, wie ich Olmedo vielleicht auch vertraue, so sehr vertraue ich Boto auch. Und wir haben ja noch drei Wechseloptionen. Warum sollten wir da nicht eine nutzen? Werde ich mal machen nach dieser Szene. Unnötig. Sehr unnötig von Jeskilainen. Bringt unsere Mannschaft komplett in Bedrängnis und kassieren dadurch auch das Gegentor. Einzig und allein der Fehler von Jeskilainen. Wie unnötig. Weiß auch nicht, wen er da sehen wollte, weil Mikau Tatsu auch weit weg war. Dann macht Ruiz das nicht gut. Auch bei ihm heute schon zwei Fehler. Celta Vigo macht aus drei Schüssen zwei Tore. Cukic kommt rein für Marinov. Und Celta Vigo leider mit der nächsten Chance. Viel Platz dafür Mojejo wieder. Das macht Boto nicht stark. Na, das, da gibt es einen Bullshit-Elfmeter. Meine Güte. Ach, zweimal geführt und dann werden wir höchstwahrscheinlich dieses Spiel verlieren. Oh, der Schiri hat Einsehen. Ui, das sieht man selten. War auch nichts. Aber ist den Schiris ja meistens egal. Boto, gut, sehr gut. 4 Minuten noch regulär. Ja, vielleicht immer nach oben spielen. Mikau Tatsu sollte sich eher in die Mitte fallen lassen. Anstatt da über die Außen was zu probieren. Ich brauche ihn jetzt in der Mitte. Ja, hier, Guilherme. Mhm. Mikau Tatsu läuft los, kriegt den Ball. Mikau Tatsu! Oh, Piliacelli ist schon wieder so stark. Verhindert schon wieder den Hattrick von Mikau Tatsu. Und dadurch ist es nun unentschieden und dann müssen wir dieses Spiel gewinnen. Und Ruiz, du warst schlecht. Du warst richtig schlecht. Nee, da musst du nicht demotiviert sein. Du hast uns zwei Gegentore gekostet. Ich bin auch echt sauer auf dich, Olmedo, dass du da nicht so viel geleistet hast. Und Mikau Tatsu, du warst natürlich gut. Also, Jean Ruiz. Das macht mir ein bisschen große Sorgen, dass eher so ein Durchhänger hat bisher in den zwei Spielen. Zweimal negativ aufgefallen.
Das muss wirklich nicht sein. Wirklich nicht. Ich werde mal jetzt durchlaufen lassen. Wir haben ja schon knapp eine halbe Stunde um. Und der Deadline Day wird ja auch noch ein bisschen Zeit kosten. Ich gucke nur noch einmal ganz kurz auf die Shortlist. Weil gerade jetzt am letzten Transfertag, wisst ihr, dann geht es immer relativ schnell mit den Berichten. Das würde ich dann trotzdem noch gerne ausnutzen. Und wir haben ja immer noch 780 Spieler drauf. Das dauert also noch ewig. Ach, schade. Echt schade. Also zwei Siege zum Start wären locker drin gewesen. Und wieder zwei Gegentore. Das ist eigentlich das, was mir am meisten Sorgen macht. Eben gegen Gegner in Unterzahl zwei Gegentore bekommen. Jetzt schon wieder zwei Gegentore bekommen. Da muss man echt aufpassen. Real hat gewonnen, Atletico nur unentschieden. So, ich mach mal kurz hier einen Stoppi, damit ich immer gucken kann auf die Shortlist. Bin auch mal gespannt, ob wir vielleicht noch Angebote bekommen. Kann ich mir aber nicht vorstellen. Also verkaufen werde ich eh nichts mehr, ist einfach zu spät. Kriege ich hier keinen Ersatz mehr ran. Aber. Ui. Jovic wechselt für 113 Millionen zu United. Haben wir am Freitag gespielt? Ach, wir haben ja klar, deswegen sind wir auch Tabellenführer gewesen, weil wir vorgelegt haben. Sind natürlich mittlerweile nicht mehr Tabellenführer, weil alleine Real Madrid ja schon gewonnen hat. Barca das wahrscheinlich auch machen wird. So, na, hier ist wieder irgendeiner drin, der nicht gescoutet wurde. Bob Steven, du bist ein Fieser. So, und das war das letzte Mal, dass ich das jetzt gemacht habe in dieser Folge, damit wir das Cadiz-Spiel noch durchkriegen, ohne jetzt Ewigkeiten warten zu müssen. Können auch gleich mal schauen. Athletic Bilbao einfach 5-0 gewonnen. Ist denn irgendjemand wanted? Nö, wir haben nirgendwo einen Verein interessiert. Gut, ich glaube, dann hat sich das wirklich erledigt in Sachen Abgang. Cadiz ist nicht so stark gestartet wie letztes Jahr. Wagner müsste natürlich auf jeden Fall berufen werden. Das Problem ist, ach, stimmt, das Problem ist jetzt, die Nominierungen dürften jetzt gleich schon durch sein, reinkommen für die Nationalspieler und dann müsste Jules Herme dann drinne sein für Andorra. Und das Problem dann ist, wenn er ein Länderspiel für Andorra gemacht hat, weiß ich nicht, ob ich ihn dann noch zum Portugiesen machen kann. Wir haben Mika Otadze im Team of the Week. Das ist jetzt so ein bisschen mein Problem. Wir haben jetzt hier noch eine Länderspielpause. Und wenn Jules Herme nominiert wird, woran ich glaube, dann wird er sein erstes Pflichtländerspiel machen gegen Wales. Dann ist die Frage, kann ich ihn noch zum Portugiesen machen, falls ihr euch in der Umfrage anders entscheidet? Das ist jetzt ein bisschen schwierig für mich, weil danach dürfte es keinen Rückzieher mehr geben. Andernfalls möchte ich eigentlich noch gerne das Spiel gegen Cadiz machen. Ja, Löland hat sich 8 bis 10 Tage verletzt. Aber ich glaube, das kann ich nicht machen jetzt. Mit euch. Einfach nur wegen der Umfrage. Selbst wenn ich halt antizipieren kann, dass ihr für Andorra votet. Jetzt bin ich gerade ein bisschen Zwiespalt mit mir selber. Während hier schon wieder irgendjemand nicht gescoutet wurde. Und sich einfach hier reinschleicht. Das fand ich früher deutlich besser, dass man einfach auswählen konnte. Und das Spiel hat es dann einfach gemacht. Egal, ob da jemand gescoutet wurde oder halt eben nicht. So, das sieht auch alles gut aus hier. Jupp.
Das auch? Ist es Carvalho? Es ist Carvalho. Hey, hallo? FM? Lass mich mal hier auswählen. So, wie viel können wir denn hier schon wieder löschen? Huch, ach ja, klar. Die Berichte sind natürlich jetzt alle weg von den Spielern, weil der Scout, der die gescoutet hat, weggekauft wurde. Genial. Mitarbeiter, please, ich möchte mehr Scouts haben, das machen wir jetzt noch. Ich brauche die mehr Scouts, ganz dringend. Also 14 ist wirklich absolutes Minimum. Ganz ehrlich, man sollte mir das doch auch geben, ne? Schaut euch mal an, ich bin in La Liga mit FC Andorra. Lasst mich doch einfach mehr Scouts haben. Warum? Es gibt ja nicht genügend Scouts. Man kann nie genügend Scouts haben. Wir brauchen ein größeres Scouting-Netzwerk. Wirklich, das ist super wichtig. Brudi, wir werden von der Konkurrenz überholt. Du bist ein Arschloch. Verstehe ich nicht, ne? Warum man das halt wirklich absenkt auf 13, während man halt 14 hat. Das ist mal wieder unerklärlich im FM. Ich glaube, ich mache das jetzt einfach nur, ne, mit Jules Herme. Ich lasse den für Andorra nominiert sein. Und lass es dann darauf ankommen, dass es dann entweder nicht geht oder eben geht. So, Mikautadze wurde schon mal berufen für Georgien. Ja, ich lasse es wirklich drauf ankommen. Wenn ich vielleicht direkt nach dem Spiel speichere, kann ich ihn vielleicht noch umswitchen. Ja, so mache ich's. Weil jetzt hier nur deswegen nur zwei Spiele in dieser Folge zu haben, ist doof. Möchte ich nicht. So, hier ist so nichts. Transferfenster schließt dann. Am 30. Am 30., ne? Weil Mitternacht heißt quasi vom 30. auf den 31. So, Jill Herme ist nicht nominiert? Was ist denn mit euch? Spiel gegen Real Madrid wurde verlegt wegen Champions League. Jill Herme wurde wirklich nicht. Warte mal. Boto, Fernandes, Rabelo, José Villa, Acosta, Ruiz, Diaz, Francisco für die A-Mannschaft, Marinov und Yeskelin übrigens für ihre Nationalmannschaften. Was haben die denn gegen Guilherme? Oder ist der jetzt schon wieder Portugiese? Warum wird er denn nicht nominiert? Ich meine, mir soll es recht sein, weil dann habe ich noch einen Puffer. Kann natürlich auch sein, dass er nicht möchte, ne? Ist für mich perfekt. Also besser, da kann es eigentlich nicht laufen. Weil so kann ich die Einstellung nochmal richtig machen. Vielleicht muss ich da ein Declared for Nation machen. Ich weiß nicht, was das auf Deutsch heißt. Aber so kann ich das dann halt perfekt abwägen. Mit der Umfrage, die jetzt in der nächsten Folge für mich kommt, die kommt dann morgen. Deswegen, aber ich wollte heute unbedingt aufnehmen, weil ich nicht weiß, ob ich jetzt am Wochenende Zeit habe zum Aufnehmen. Gerade wenn dann wieder Formel 1 läuft, dann ist der Tagesablauf wieder so ein bisschen verrutscht. Dann ist bestimmt noch gutes Wetter. Ihr kennt's, ne? Ich muss auch sagen, ich habe irgendwie richtig Bock mal aktuell wieder auf ein neues Spiel. Ich habe schon Ewigkeiten nichts mehr Neues gespielt. Das kommt so ein bisschen bei mir, weil ich mir viele Spiele, zum Beispiel auch Cyberpunk oder so, aufgehoben habe. Zum einen, weil ich mittlerweile zum Glück, finde ich, für mich. Ach, wir haben jetzt schon Deadline, ne? Okay, ist auf Freitag, auf Samstag. Weil ich für mich mittlerweile auch schon so weit bin, dass ich mir Spiele fast gar nicht mehr vorbestelle. Und auch gar nicht mehr so um den Release-Zeitpunkt kaufe, sondern einfach wirklich ein paar Monate warte, gucken, ob die Patches gut wären, gucken, wie die Kritiken so sind. Das war zum Beispiel bei Assassin's Creed Valhalla so. Ich hatte richtig Bock, ich mag Assassin's Creed, ich hatte auch vor, ich glaube, 2 Jahren alle Assassin's Creed-Teile, die ich nicht gespielt habe, mal nachgeholt. Hat mir richtig Spaß gemacht. Und ich glaube, auch wenn du das später spielst, das Spiel ist das meistens ein besserer Feinschliff und du kannst das Spiel mehr genießen. Wir haben die meisten Neuzugänge übrigens gehabt und Deadlander ist auch schon wieder weg, weil wir gar keine Angebote hatten. Wir sind immer noch meilenweit weg hier bei den Spielergeldern. Wir dürfen übrigens nur 550.000 haben, ne? Also wir dürfen. Echt jetzt?
575.000 haben wir gehalten. Wann wird das denn hochgestuft? Oder gilt das dann doch nach dem, was wir einnehmen? Aber letztes Jahr haben wir deutlich mehr eingenommen. Da müsste ich mich mal ein bisschen belesen, nach was das Budget Cap hochgestuft wird und nach was nicht. Gerade wenn wir jetzt so viel die ersten 2, 3 Jahre sparen, würde ich das ungerne haben, dass wir dann einen Spieler holen, der dann, keine Ahnung, 50% von unserem Wage-Budget oder von Budget Cap einnimmt. Das wäre doof. Auf jeden Fall wollte ich Valhalla spielen. Hab dann zum Anfang gelesen, läuft nicht so rund. Ich hatte da mal kurz getestet über Uplay Plus, heißt das? Ne, Ubisoft Plus heißt es, ne? Und ja, hab dann für mich schon so gemerkt, okay, ich möchte so eine Spiele wirklich gerne auf den höchsten Einstellungen spielen, plus einer soliden Framerate. Und da ich auf 1440p spiele, brauche ich ja sowieso ein bisschen mehr Leistung. Und dann kam halt die ganze Sache, dass die Grafikkarten eh nicht momentan verfügbar sind oder halt nur für abstrus hohe Preise, was lächerlich ist. Deswegen hat sich das immer weiter vorgeschoben und ich habe halt Ewigkeiten nichts Neues mehr gespielt, weil ich mir immer gedacht habe, okay, das ist mal wieder was, was du spielst, wenn du dann endlich eine Grafikkarte bekommst oder einen neuen PC gönnst, was ja auch schon bei mir ein bisschen auf der höheren Stufe steht jetzt in der Priorität. Und deswegen habe ich so Bock die letzten Wochen wieder, gerade halt, wenn ich so ein paar Spiele sehe, die ich gerne spielen würde. Elden Ring ist jetzt natürlich groß im Hype, aber ist, glaube ich, jetzt nicht mein Spiel, einfach nur, weil es. Ich mag Spiele nicht, die halt darauf ausgelegt sind, dass man frustriert wird. Und ich glaube, das ist Elden Ring, ohne dass ich jemals ein Spiel der Souls-Reihe gespielt habe. Also ich habe da keine Ahnung. Ich denke nur, was ich denke. Ich sage auch nur, was ich denke. Damit ihr mich nicht falsch versteht. Also ich habe absolut keine Ahnung. Ich habe mich da auch nicht reingefuchst oder so. Ich habe es nur im Stream ein bisschen gesehen. Übrigens, enges System bei Cadiz könnte uns helfen. Löhlern kann auch nicht, ne? Doch, könnte 75 Minuten. Auf jeden Fall. Wo war ich gerade stehen geblieben? Ja, da. Ich brauche gerade so ein bisschen Ausgleich, aber habe noch nichts gefunden. Echt schade. Obwohl ich so viele Spiele habe. Aber ihr kennt das, glaube ich, auch, ne? Gerade mit dem. Wenn ihr euch anguckt, was ihr so an Spiele habt. Bei Steam. Ah, könnte man mal spielen. Aber heute nicht. Ja, die Pile of Shame natürlich. Ist bei mir auch schon relativ groß. Da hänge ich momentan so ein bisschen durch. Gerade halt auch, weil ich mir denke, ah, neue Grafikkarte wäre halt dann schon geiler. Damit man die Spiele dann halt wirklich vollends genießen kann, an all ihrer Pracht. Aber naja, gut. So, wir spielen jetzt erstmal gegen Cadiz. Und ich hoffe, dass wir nicht verlieren gegen die Überraschungsmannschaft der letzten Saison. Sind die eigentlich am Ende dann doch noch in die Champions League gekommen? Jo. Jo, sind sie. Spielen in einer Gruppe mit Ajax, den Spurs und Benfica und das kann man wirklich schaffen. Haben auch fast nichts ausgegeben, haben nur 775.000 ausgegeben. Allerdings hier haben sie noch, ja gut, ablösefrei, ist ja auch nichts. Sie haben sogar einen Spieler für 16 Millionen abgegeben am letzten Tag der Transferphase im Winter. Wow. Also hier, sie haben ihren Kader quasi zusammengehalten. Bebou ist ja auch noch da. Und haben dann halt einfach nur dick Kohle gescheffelt. Shit, Marco Salah verletzt über die Champions League. N'Gessan natürlich nicht mitgenommen. Warum darf ich eigentlich nicht 12 Spieler mitnehmen auf der Bank? Das finde ich immer so schön. Jetzt muss Boto auf der linken Seite spielen als Rechtsverteidiger. Hoffentlich nichts Schlimmes bei Salah. Ich glaube, die Linksverteidigerposition ist einfach cursed bei uns. Gut aufgepasst von Malinov. Letztes Spiel war nicht so gut von ihm. Starke Ball, Mikau Tadze. Yes, macht sein fünftes Saisontor am dritten Spieltag. Schöner Ball auch von, ich glaube, es war Jill Herman. Zunächst Malinov, der den Ball auf Boto bringt. Da ist Jill Herman und dann ist es Boto mit dem Ball. Boto, der gerade reinkam, als Rechtsverteidiger auf links spielt, mit einem starken Ball. Und einem sehr interessanten Jubel. Sehr schön. Wir gehen wieder in Führung. Haben wir aber eben auch schon und haben dann ziemlich nachgelassen. Deswegen aufpassen. Mikau Tadze. Ach, schade, scheitert am Keeper. Also viele Tore, wie Mikau Tadze schon gemacht hat. Ne? Ich bleib bei
dem Wort solide für seinen Saisonstart, einfach nur, weil er schon locker 3 Tore hätte mehr machen können. Das ist zum Glück aber Jammern auf sehr hohem Niveau. Musst du mal von hinten aufbauen. Jetzt kommt der nächste lange Ball. Der war gut geklärt, weil Maddy noch den Ball bekommt. Guilherme, unten wäre Wagner, aber der ist super schwer anzuspielen. Kriegt den Ball aber jetzt gespielt und macht ihn rein. Von Perai für Wagner serviert. Huch, warte, Wurstfinger, sorry. Und wir führen mit 2:0. Ähnlich wie wir es aber auch gerade schon... Ne, eben haben wir nicht 2:0 geführt, ne? Ne, gegen Valladolid haben wir 2:0 geführt, aber das war eine andere Story. Sehr schön. Stark gemacht. Das ist Fußball, Jungs. Genauso möchte ich Fußball sehen. Weiter so. Einfach weiter so machen. Ihr habt noch mehr drauf. Nicht nachlassen. Habe ich den Jungs jetzt nicht gesagt, weil ich hoffe, dass sie das selber wissen. Joppies mit dem Kopfball rechts neben unser Tor. Dieses enge System kommt uns echt zugute. Wir haben auch gerade gesehen, Borto super weit aufgerückt und Medo auch schon super weit aufgerückt. Das ist immer das Gute an diesen engen Systemen, wenn die gegen uns sind, dass wir die Außenpositionen richtig schön überlagern können mit unseren beiden doppelt besetzten Außenpositionen. Malinov. In die Mitte auf Mikau Tsatsi. Schießt nicht, Guilherme schießt, aber leider auch vorbei. Nur noch 10 Minuten. Ich werde mal Zukic reinbringen. Guilherme. Nächster Schuss. Und dieses Mal ist er drin. Und Mikau Tsatsi hat den Ball vorher bekommen von Guilherme. Der Kopfball dann geklärt von Agaev. Und dann ist es Marinov, der jetzt gerade auch mal auswechseln ist. Oder ausgewechselt werden ist. Der den Ball dann reinmacht. Borto serviert für Guilherme. Der Schuss ist gar nicht so schlecht. Mikau Tsatsi geht dann rein mit dem Kopfball. Agaev macht das. IIFR, ne? Macht das gar nicht so schlecht, aber dann steht halt Marinov da und macht ihn rein, deswegen wird er jetzt auch nicht ausgewechselt. Deswegen bringen wir jetzt Löland rein und Juan Fernandez und gleich wird dann noch Vicente reinkommen. Huch. Guilherme mit dem Kopfball rüber. 8 Minuten noch, regulär. Kein Gegentor, bitte. Muss nicht sein. Muss nicht sein. Kein Gegentor. Kein Gegentor. Schön aufgepasst von Niskanen. Ich hab schon... Ah ja, ja. Gleich kommt dann noch Vicente rein. Ja klar, natürlich. Ja, mit meinem vierten Wechsel oder was. Ganz vergessen, dass wir Borto reingebracht haben. Marinov. Starkes Spiel von Borto. Guilherme auf Mikau Tsatsi. 6. Saisontor. Wieder ein Doppelpack von Mikau Tsatsi. 3 Spiele, 3 Doppelpacks. Und Borto, bleibe ich dabei, starkes Spiel. Zwar hat er den Angriff hier nur auch ansatzweise eingeleitet. Guilherme hat sich die Vorlage abgeholt. Das war ein richtig gutes Spiel von ihm. Kommt rein auf einer ungewohnten Position. Macht eine Vorlage, spielt richtig stark. Jungs, ich bin vollends zufrieden. Wunderschöner Abschluss für diese Folge. So soll's sein. 7 Punkte nach 3 Spielen. Salah, eine Knöchelverdrehung. 4 bis 5 Wochen fällt er aus. Das werde ich dem Physio überlassen. Ngesan darf dann gleich mal zeigen, was er drauf hat. Mikau Tsatsi dürfte damit jetzt auch erstmal mit ordentlich Abstand der Top-Torjäger sein, oder? In der Liga? Nee, ordentlich Abstand ist es nicht. Iñaki Williams hat 5, Lewandowski hat 4. Wie alt ist Lewandowski mittlerweile? 37? Tatsache. Boah. Und der wurde gerade erst auch 37. Das ist schön. Das ist schön. Wir sind auf Platz 4, 7 Punkte. Das Unentschieden jetzt gerade gegen Celta Vigo war ein bisschen sehr unnötig. Aber wir lernen halt immer noch dazu. Und da bleibt es leider nicht aus. Nächste Folge beginnen wir mit Barcelona. Dann haben wir Malaga, Getafe. Ich werde jetzt noch ein bisschen das Scouting schön machen in der Länderspielpause. Werde dann das richtig machen können mit Guilherme.
Bin gespannt, was ihr sagt. Umfrage kommt für mich erst morgen, aber ich gehe davon aus, dass ihr sagt Andorra, so wie wir das schon gemacht haben. Ich bin trotzdem ganz froh, dass er jetzt nicht nominiert wurde. Und ja, dann sehen wir uns bei der nächsten Folge wieder. Das Ganze am Freitag. Bis dahin. Tschüss.